Ja, meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen eben schon die Spannbreite kurz angedeutet. Und ich würde es auch gerne so halten, dass ich hier in Anführungsstrichen die Diskussion anreiße. Es gibt ja 3, 4 Schwerpunkte, die sich herausgearbeitet haben. Und dass Sie dann in die Diskussion bitte einfach mit eingreifen. Ich hoffe, dass es viele Fragen gibt, die sich aufgestaut haben, die dann auch gestellt werden können und die Sie dann an uns herantragen. Ich habe die Zeit ein bisschen im Auge, dass Sie auch die Sonne noch und den Nachmittag, einen späteren Nachmittag genießen können. Also das sollte kein Problem sein. Ich würde gleich mal anfragen, wir haben einen fulminanten Vortrag zum Schluss gehört, der uns, darf ich es mal so formulieren, mit Geld zugeschüttet hat. Also mit der Finanzwelt. Herr Wenzel, die Bertelsmann Stiftung hat gerade eine neue Studie herausgegeben. Und in dieser Studie steht, ich darf es mal zitieren, ich habe es zusammengefasst, die wachsende Kluft zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Generationen kann zu Spannungen in einem erheblichen und einem erheblichen Vertrauensverlust in Europa führen. Das Thema soziale Gerechtigkeit sollte daher nach Ansicht der Bertelsmann Stiftung künftig deutlich stärker im Zentrum europäischer Politik gesehen und ist auch dahin gerückt werden. Und dann der entscheidende Satz, die EU darf nicht als Wächter wirtschaftlicher Stabilität wahrgenommen werden. Diese Frage geht nicht nur an Sie, sondern natürlich auch an meine beiden anderen Diskutanten, weil wir ja immer von der Wirtschaft ausgehen, aber nach dieser Studie ist das nicht das ganze Europa. Wir sollten auch den Blick woanders hinrichten. Wir haben es ja heute Vormittag schon ein paar Dinge anklingen gehört, was das soziale Europa angeht. Aber zunächst an Sie die Frage als Wirtschaftswissenschaftler, wie sieht das aus? Sie haben sozusagen immer die Eurozeichen in den Augen, aber reicht das? Ja, lieber Möller, zunächst erstmal, wir haben das auch in anderen Vorträgen jetzt schon gehört, Europa ist zunächst eine Wertegemeinschaft. Das ist an einem Tag wie dem heutigen Tag der Deutschen Einheit nochmal zu betonen. Die Europäische Währungsunion ist vor allen Dingen auch ein politisches Projekt und nicht nur ein rein monetäres Projekt. Also insofern ist die politische Dimension immer mit dabei zu denken. Was wir jetzt natürlich haben, ist eine wachsende Ungleichverteilung auch von wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der Kollege heute Morgen hat auch erwähnt, Baden-Württemberg ist so ein bisschen eine Insel der Seligen. Wir haben fast Vollbeschäftigung hier in Baden-Württemberg, 3, irgendwas Prozent Arbeitslosigkeit. 3,6. Das gilt als Vollbeschäftigung, während in anderen Ländern, Griechenland, 60% Jugendarbeitslosigkeit herrscht. Diese Diskrepanz ist politisch gefährlich und wir müssen uns auch durch verschiedene Instrumente mit diesem Problem auseinandersetzen. Aber da hat die Union auch einiges zu bieten, was über reine Währungsfragen hinausgeht. Wir haben schon jetzt etwa mit Kohäsionsfonds, Stabilisierungsfonds, mit dem Mittelmeeranrainerfonds und anderen Dingen Möglichkeiten, auch um Staaten zu unterstützen. Wir haben ja auch in Deutschland unterschiedlich verteilten Wohlstand und arbeiten ja auch mit ausgleichenden Instrumentarien. Soziale Marktwirtschaft heißt die Effizienz der Marktwirtschaft fördern, aber auch Ausgleich bewirken. Ich denke, dass wir in der EU ausreichend Mittel haben, um auch diesen Spannungen gerecht zu werden. Herr Theurer, sehen Sie das ähnlich? Wie sieht es aus? Auf der einen Seite das Geld, auf der anderen Seite die Frage des Sozialstaates. Wir haben ja heute Vormittag auch gehört, sozusagen wie Deutschland, was die Sozialleistung angeht, Vorreiter ist. Aber anscheinend, so jedenfalls nach dieser Studie und die Bertelsmann Stiftung, da kann man also doch wohl darauf vertrauen, was die jeweils rauskriegen, haben eben festgestellt, dass die Sozialbindung in Europa fehlt oder sie stärker berücksichtigt werden muss. Wie ist das aus Ihrer Wahrnehmung heraus? Ich hatte ja heute Vormittag, als ich Sie vorgestellt habe, gesagt, Sie haben ja dieses Basiswissen als OB mitbekommen. Sie sind jetzt sozusagen in der Wolke. Was bleibt in dieser Spannung? Auf der einen Seite als OB haben Sie die sozialen Probleme hautnah mitgekriegt. Sind Sie oder ist Europa hier zu weit weg von den sozialen Problemen? Sehen wir nur immer das Geld? Also im Europäischen Parlament sprechen natürlich die Kolleginnen und Kollegen die Situation auch direkt an. Also da haben wir als Abgeordnete im Europäischen Parlament ein riesiges Privileg, weil wir ja neben der Kommission die einzige Institution sind, wo in Echtzeit Vertreter aus allen Mitgliedstaaten miteinander sprechen.
Wenn die nationalen Parlamente Entscheidungen treffen, dann ist es halt nur geprägt vom jeweiligen Hintergrund im jeweiligen Mitgliedstaat. Und da ist es natürlich schon spannend zu sehen, dass eben ein Abgeordnetenkollege aus Estland oder ein Abgeordnetenkollege aus Griechenland das dann ganz anders sieht als vielleicht ein Kollege hier in der Bundesrepublik, wobei ja bei uns die Unterschiede auch groß sind. Ich habe ja vorher angesprochen, die ökonomischen Risiken sind aus meiner Sicht beherrschbar, die politischen nicht. Wir wissen, wenn jemand nichts zu essen hat, macht er sich entweder auf den Weg und wandert aus. Wir haben vorher von Bertha Benz gehört. Ich erinnere gerne an einen anderen wichtigen Autobauer, nämlich Maybach. Maybach war ein Waisenkind. Maybach wurde von Gustav Werner aufgenommen in den beschützten Werkstätten der Gustav-Werner-Stiftung, später Diakonie. Und die Gustav-Werner-Stiftung hat vor allen Dingen den Hunger im Schwarzwald bekämpft. Wir hatten ja auch in Deutschland Millionen Auswanderer, die woanders hingegangen sind. Und was ich am Tag der Deutschen Einheit doch gerne in Erinnerung rufe, ist, wie war eigentlich das Verhalten anderer uns gegenüber nach dem Zweiten Weltkrieg? Also den Morgentauplan, den wollten einige umsetzen. Und dann kam glücklicherweise ein Marshallplan. Ich beschäftige mich ja in Vorbereitung des Geburtstags von Reinhold Maier, 125 Jahre, gerade mit seiner Vita. Und wenn man sich da anschaut, da können wir nur von Glück sagen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika irgendjemand auf die Idee gekommen ist, zu sagen, komm, wir helfen den Deutschen wieder auf und wir tragen ihnen das nicht nach, dass sie Leid und Unheil über andere gebracht haben. Und von dem her bin ich auch sehr, sehr angespannt, wenn bei uns Leute also mit der rhetorischen Pickelhaube rumlaufen und zum Beispiel moralisch besserwissend den Griechen irgendwie sagen, was sie da machen müssen. Das ist nämlich ein Teil unseres Problems, denn die Menschen leiden. Und es ist kein Euro-Problem. Denn nehmen Sie mal ein Land wie Ungarn. Ungarn hat den Euro nicht. Ungarn hat abgewertet, hat genau das gemacht, was die Professoren Lucke und Starbatti ja immer empfehlen. Und was haben sie? Sie haben trotzdem Wirtschaftsprobleme. Sie haben massive Armutsprobleme. Die haben ihre sozialen Sicherungssysteme zusammengestrichen. Die Vorgängerregierung von Orban hat die Sozialhilfe um 20% gekürzt, die Renten um 20% gekürzt. Das Ergebnis ist klar. Die Sozialdemokraten sind abgesackt auf 16% und die Liberalen auf unter 1%. Nur mal eine Frage, was würde denn hier passieren, wenn ihre Renten um 20% gekürzt würden und die Sozialhilfe? Was würde denn in Deutschland passieren politisch? Glauben Sie, die Menschen würden ruhig bleiben, die würden das alles akzeptieren oder würden sie sich radikalisieren? Also ich glaube, die soziale Frage im 21. Jahrhundert ist schon die große Frage. Und da geht es jetzt um die Frage, wie wollen wir denn Beschäftigung dann sichern. Und ich bin in der Tat Ihnen dankbar, Herr Professor Wenzel, dass Sie das auf diesen Fokus gerichtet haben. Denn die Währungsfrage ist nicht die entscheidende Frage, sondern in der Tat ist es die Wettbewerbsfrage und damit auch die Beschäftigungsfrage. Wir haben bedarfsgedeckte Märkte, jeder hat einen Kühlschrank, jeder hat ein Auto. Ja, und wir fallen in der Innovation zurück. Also wir sind ja technikfeindlich, wir sind gar nicht bereit, die Forschungsfreiheit zu gewährleisten. Und das sind die Punkte, um die wir uns kümmern müssen. Weil wenn man die soziale Dimension einfordert, dann denken natürlich Sozialdemokraten vor allen Dingen an den europäischen Finanzausgleich. Klammer auf, ich würde ja mitgehen ein Stück weit und sagen, klar ist, dass die Länder, die etwas mehr verdienen oder höhere Einkommen ihrer Bürger haben, auch etwas abgeben. Da bestehen ja in Deutschland komplett falsche Vorstellungen von dem, was wir angeblich bezahlen. Der EU-Haushalt, meine Damen und Herren, liegt bei 140 Milliarden. Das ist viel oder wenig bei 500 Millionen Einwohnern, nur damit Sie ein Gefühl bekommen. Der Bundeshaushalt liegt bei 296 Milliarden. Das sind bei 80 Millionen Einwohnern etwa Ausgaben in Höhe von 3.800 Euro im Jahr. Der Landeshaushalt kommt dazu mit 41,7 Milliarden. Das sind bei 10,6 Millionen Einwohnern etwa 3.800 Euro, vielleicht auch 3.700 zusammen. Bund und Land 7.500 Euro Ausgaben pro Jahr. Dazu im Verhältnis pro Einwohner bei der EU 284 Euro Ausgaben pro Jahr. Also man muss das in Relation sehen. Warum? Weil die EU eben keine Sozialausgaben hat, keine Verteidigungsausgaben hat. Das wollen wir ja auch nicht, den großen Verschiebebahnhof. Aber ich glaube, wenn es darum geht, politische Stabilität zu erreichen, dann sollten wir es da auch nicht auf ein paar Milliarden ankommen lassen. Und zwar einfach deshalb, weil wir merken doch in den Konflikten, dass wir auch kein wirtschaftliches Wachstum und keinen Wohlstand garantieren können, wenn es keine politische Stabilität gibt.
Und von dem her ist unsere Position als FDP zunächst mal die, wir wollen, dass das vorhandene Geld besser also an der richtigen Stelle ausgegeben wird. Dafür haben wir uns eingesetzt, also nicht mehr Geld, sondern das Geld an der richtigen Stelle ausgeben. Das machen wir auf EU-Ebene, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass man klug eingesetzt unter Umständen sich Gedanken machen muss, ob man zusätzliche Gelder mobilisiert, aber für was? Aus meiner Sicht für Bildung, für Technologietransfer, für Existenzgründung, für Innovation. Also man kann es auf das Schlagwort bringen, wir brauchen Forschung und Bildung und Forschung und Bildung und Forschung und Bildung. Und Forschung und Bildung. Frau Schwetzer, auch an Sie weitergegeben die Frage. Sie haben ja heute Morgen auch aus Ihrem neuen Amt, das Sie bekleiden, als Präses der Evangelischen Synode, in die soziale Richtung gesprochen. Wie würden Sie die Einschätzung dieser Bertelsmann-Stiftung sehen, dass doch als Ergebnis rausgekommen ist, dass die meisten ein soziales Europa brauchen? Wenn wir die nackten Zahlen hören, sind sie ja rein logisch total nachzuvollziehen und sagen, ja, das ist richtig, stimmt alles, wunderbar, dann machen wir das so. Und trotzdem haben die Menschen das Gefühl, sozial wird zu wenig getan, das ist die eine Seite. Und andererseits haben wir natürlich hier heute Morgen auch durch Herrn Bergmann gesehen, was wir sozial schon leisten, wo dann wieder sozusagen auf der anderen Seite der Waage die runtergeht und die Leute sagen, nee, so viel nicht. Wenn die hier wüssten, dass Italien gar keine Sozialhilfe zahlt, nachdem das Asylverfahren durchgegangen ist, ich glaube 95% der Bundesbürger wissen es nicht, und hier erfahren, dass die also den Hartz-IV-Satz praktisch kriegen, der erhöht worden ist, dann hat das sich mit der sozialen Gerechtigkeit oder ist die soziale Gerechtigkeit nicht mehr so angesagt, glaube ich. Wie würden Sie das einschätzen? Ich möchte. Ja, ist ja an. Ja. Für mich gibt es da eigentlich zwei Aspekte. Und der eine Aspekt, der ist ja hier fast schon abschließend behandelt worden, den ich aber trotzdem noch mit einer Geschichte aus der Vergangenheit ergänzen möchte. Das ist der Aspekt der Organisation des Zusammenhaltes in Europa im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungsunion. Als Hans-Dietrich Genscher 1988 sein Non-Paper vorgelegt hat, in der er die Einführung einer Währungsunion parallel zum Binnenmarkt oder sozusagen, wie Sie das formuliert haben, als Konsequenz aus dem Binnenmarkt vorgelegt hat, da war in unseren Überlegungen im Auswärtigen Amt ganz klar drin, dann brauchen wir aber auch so etwas, wie wir das hier in der Bundesrepublik haben, als Länderfinanzausgleich. Das war damals für uns eigentlich eine Konsequenz. Das ist in Maastricht nicht beschlossen worden, war die damalige Bundesregierung nicht unschuldig dran, aber egal, es ist nicht beschlossen worden. Und aus der heutigen Sicht möchte ich aber sagen, dass wir in genau dem, was Sie eben schon zitiert haben, nämlich mit dem Sozialfonds, mit dem Kohäsionsfonds, also mit diesen Begleitinstrumenten eigentlich Instrumente eingeführt haben, die auf der deutschen Ebene entsprechend dem Länderfinanzausgleich eingesetzt werden können. Und auch so eingesetzt werden. Also von daher denke ich, müsste es eigentlich mit dem Zusammenhalt der Menschen in Europa schon besser aussehen. Tut's aber nicht. Wenn ich jetzt mal aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive komme und da ja vielfach junge Menschen treffen, die, was weiß ich, in Griechenland, in Italien, in Spanien eine hochqualifizierte Ausbildung gemacht haben, in ihren Heimatländern aber keinen Arbeitsplatz bekommen haben und jetzt in Deutschland leben. Und das deutsche Ausbildungssystem sehen, nicht das universitäre, das ist ja seit Bologna eigentlich überall in Europa auf einem sehr vergleichbaren Standard, sondern wenn Sie das Ausbildungssystem was wir als duale Ausbildung bezeichnen, also nach der Schule macht man eine Lehre und geht parallel dazu zur Berufsschule und hat danach dann eine Ausbildung. Das ist etwas, was nach und nach jetzt eine ganze Reihe von anderen Ländern in Europa einführen, was in meinen Augen sehr gut dazu geeignet ist,
auf den gleichen bildungsmäßigen Stand zu kommen und damit auf die gleichen oder parallele Chancen am Arbeitsmarkt und damit auch die Möglichkeit, in einer anderen Weise wirtschaftlichen Erfolg, nicht nur für sich selbst, sondern insgesamt für eine Volkswirtschaft zu erreichen. Denn dass der soziale Zusammenhalt im Wesentlichen über den wirtschaftlichen Erfolg der Länder läuft, die heute noch am unteren Ende der Einkommensskala innerhalb der Europäischen Union stehen, davon bin ich fest überzeugt. Darüber läuft das. Und nicht darüber, dass sie irgendwelche zusätzlichen Sozialprogramme machen, sondern darüber, dass junge Menschen ihr Leben leben können, sich frei entscheiden können, Verantwortung für sich selber übernehmen können, dass das läuft. Und wenn dann dann wächst eine europäische Jugend heran. Und ich glaube, das müsste es für uns auch wirklich sein. Falls wir nicht noch mal auf TTIP kommen. Doch, kommen wir. Dann, Gut, wäre jetzt dann die, lasse ich das wär, jetzt. Ja, danke sehr. Wäre für mich die nächste Frage als Anschlussfrage. Wenzel, Sie hatten das ja kurz angesprochen. Herr Theurer hatte mir so zu verstehen gegeben, dazu würde er gerne auch noch was sagen. Für mich wäre das unter dem großen Begriff, der ja heute auch angesprochen wurde, man kann es im Augenblick eigentlich nur unter bei der vielen und unterschiedlichen Vorträgen unter größeren Stichworten nehmen. Nehmen wir es mal unter dem Stichwort Souveränität. Souveränität, da gibt es auch, wie wir eben erfahren haben, die Frage, fallen wir wieder zurück in Eigenstaatlichkeit? Ich gucke gerade, wie Herr Wenzel es formuliert hatte, also in die Egoismen der Einzelstaaten. Das ist die Frage, ist TTIP zum Beispiel so etwas, Sie hatten es gesagt, Rückkehr zum Protektionismus, so war es formuliert worden. Sind wir tatsächlich auf dem Weg wieder dahin? Ist TTIP eine Möglichkeit? Amerika, aber auch Kanada müssen wir natürlich sehen. Wie schaut das aus? Ob wir nachher noch zu den Sparkassen kommen, müssen wir mal gucken. Das sind dann andere Dinge. Aber wie sehen Sie das als Europapolitiker? Ja. Also zunächst mal besorgt mich, dass es eine Stimmung gegen Freihandel gibt. Und zwar generell. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und es ist ja schon wirklich skurril oder sogar bizarr, dass eine Fluglinie sich gegen die Globalisierung wehrt, die da davon lebt, dass die Menschen global unterwegs sind. Das macht ja keinen Sinn. Nur kürzlich saß zum Beispiel neben mir bei einem Treffen des Europäischen Automobilverbands der Chef von Peugeot CSA, Tavares, ein Portugiese, der mir sehr eindrücklich geschildert hat, dass wenn sich die französische Politik nicht ändert, er für zigtausende Familien keine Zukunft garantieren kann, weil ja die Franzosen darauf drängen, dass französische Unternehmen eben nicht in der Globalisierung Arbeits-, also Lohnkostenvorteile durch eine internationale Arbeitsteilung nützen und damit immer weiter zurückfallen. Also konkret, es gibt eine Stimmung gegen Freihandel. Zweitens, die multilateralen Abkommen, also die Welthandelsorganisation, die wird ja in allen möglichen Diskussionen von Attac in der evangelischen Kirche, in katholischen Kreisen, in linken Kreisen, in Universitätsdiskussionen in Frage gestellt. Also warum? Ist sie zu intransparent? Werden die Diskussionen geführt? Das mag hinter verschlossenen Türen? Teilweise ja, aber da wird auch das Bild gezeichnet, dass Welthandel nur den Großkonzernen nützt. Und ich kann nur sagen, wir müssen hervorstellen, ein ressourcenarmer Kontinent, ein ressourcenarmer Kontinent ist auf Freihandel angewiesen. Und jetzt sind wir ja multilateral erstmal festgefahren, aber immerhin, wenn es die Welthandelsorganisation nicht gäbe, heute würde man sie gar nicht mehr gründen können. In der Finanz- und Wirtschaftskrise ist der Welthandel um 19% eingebrochen. Die Länder hätten sich genauso verhalten, wenn es die WTO nicht gegeben hätte, wie in den 30er Jahren. Sie haben nämlich ihre Zölle wieder nach oben gehauen. Und jetzt ist die Frage, wenn man in einem Multilateral nicht weiterkommt, ob man dann bilateral weiterkommen soll. Wir drängen als FDP und als Liberale darauf, dass bilaterale Handelsabkommen mit der Welthandelsorganisation kompatibel sind, denn wir wollen langfristig multilateral. Und wir drängen als zweites natürlich darauf, dass diese Freihandelsabkommen auch einer demokratischen Kontrolle unterliegen. Und da will ich schon mal was ganz deutlich sagen. Also mit dem Lissabon-Vertrag muss das Europäische Parlament jedem Freihandelsabkommen zustimmen, sonst kommt es nicht.
und wir kaufen die Katze nicht im Sack, sondern wir kriegen das Ding vorgelegt, wenn es ausverhandelt ist. Jetzt muss man mal ein Stück weit in die Gewaltenteilung reingehen. Also wer wäre denn auf die Idee gekommen, früher in der Bundesrepublik, dass der Bundestag Freihandelsabkommen verhandelt? Da hätte man gesagt, das muss die Regierung verhandeln, Exekutive, und hinterher kommt die Legislative, die es dann nachher verabschiedet. So ist es hier auch. Wir haben einen Binnenmarkt, dann muss die EU-Kommission verhandeln, und wenn die verhandelt haben, dann legen sie es auf den Tisch. Und dann guckt man, jetzt liegt CETA auf dem Tisch. Das gucken wir uns gerade an, das sind 1600 Seiten. Da sind zum Beispiel ganz moderne Investitionsschutzklauseln drin, die viel moderner sind als die Streitschlichtungsmechanismen, die wir in über 130 Investitionsschutzabkommen bilateral haben, die die Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 60 Jahren abgeschlossen hat. Also ich rate uns dazu, erstens, dass wir es uns genau angucken, und zum Zweiten werden wir als Liberale auch trommeln, weil Freihandel für uns von Vorteil ist. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass die Bundeskanzlerin Merkel also so laut schweigt in dieser Frage, weil für die Bundesrepublik Deutschland ist ein Fortschritt beim Freihandel absolut essentiell für unsere wirtschaftliche Zukunft. Ja, Herr Dorr, wir werden Ihr Unverständnis vielleicht nicht ganz aufhellen können. Herr Wenzel, die Frage, die mich umtreibt, Sie kommen auch sofort. Sie haben dann sozusagen wieder den, Sie können auch einfach dazwischen gehen, Frau Schwätzer. Also ich wollte nur sagen. Wenn Sie da was zu sagen wollen, das brennt bei Ihnen. Ja, ja, in der Tat. Wir haben halt noch Gentlemen hier auf dem Podium. Ich meine, ich finde es ja gut, dass Herr Theurer sich im Zusammenhang mit dem Bekenntnis zum Freihandel dann auch zur WTO bekannt hat. Aber die Frage ist doch, ist TTIP wirklich jetzt ein Ausdruck von Freihandel? TTIP, so wie es abgeschlossen wird, schließt ja andere Staaten von bestimmten Vorzügen und Vorteilen, die gegenseitig zugesichert werden, in diesem Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten aus. Und nun gestehe ich, habe ich also auch mit anderen offiziellen Stimmen aus der evangelischen Kirche ein Problem, wenn da lautstark kritisiert wird, dass dieses ein Abkommen sei, das die Großunternehmen fördere. Das würde ich also so jetzt nicht unterschreiben. Das ist auch nicht mein Thema. Mein Thema ist, mich zu fragen, welche Auswirkungen hat dieses Abkommen zwischen den wirklich größten Industrie- und Handelsnationen, Regionen dieser Welt, auf alle diejenigen, die sich auf den Weg gemacht haben, ihre eigene Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen und die jetzt zunächst erstmal ausgeschlossen werden, weil sie eben nicht in diesen gegenseitigen Vorteilen zwischen EU und USA drin sind. Und da können Sie das so WTO-kompatibel machen, wie Sie wollen. Als erstes wird die Blickrichtung jetzt zusätzlich von Amerika auf die Europäische Union und umgekehrt gerichtet sein und nicht mehr in alle die Staaten, die wirklich mit ganz großen Anstrengungen in den letzten Jahren, übrigens auch mit Anstrengungen innerhalb der Europäischen Union, die ja deutlich auch ihre Schwellen gesenkt haben für Produkte aus Entwicklungsländern zum Beispiel. Und für mich ist wirklich die Frage, wie weit wird diese Entwicklung rückgängig gemacht? Dazu gibt es keinerlei Aussage bisher und ich kann es nicht abschätzen, aber das ist meine große Sorge. Ja, danke schön. Wir kommen schon eine Schwelle tiefer. Ich gebe das gleich mal an Sie weiter. Sie haben ja vorhin so nett gesagt, Herr Wenzel, die müssen Ihren Studenten immer den Airbag erklären, wenn es also sozusagen von hoch nach unten kommt. Wir haben jetzt schon eine gewisse Höhenluft erreicht. Ich würde gerne wieder ein bisschen runterkommen, damit auch, ich unterstelle das einfach mal, selbst für mich, aber auch hier die Zuschauer mal wissen, Was bedeutet nicht nur, Sie sollen jetzt das TTIP und die 1600 Seiten nicht erklären, aber was käme da auf den Bürger, auf den deutschen Bürger zu? Frau Schwätzer hat schon ein paar Punkte genannt, was rausfällt, was also plötzlich doch fragwürdig ist. Und die Frage, die sich dann stellt,
Der Bürger hat davor Ängste. Es wurde ja auch angesprochen, dass da verschiedene Verbände, auch die Kirchen, doch durchaus offenkundig ihre Bedenken auch äußern. Was wäre das von einem Wirtschaftswissenschaftler durchdacht auf den Normalbürger? Was hätte er eigentlich davon, von diesen bilateralen Verträgen, wenn sie denn in Kraft treten würden? Wir hatten heute schon darüber diskutiert, das müssen wir aber nicht, über die Schiedsgerichte, das ist ein ganz anderes Thema. Aber was ganz konkret, runtergezogen auf den Normalbürger hier, wie er sitzt? Also zunächst zum Freihandel muss man sagen, ich stimme Herrn Theurer zu, multinationale Abkommen sind immer besser, wo also sozusagen das Prinzip der Nichtdiskriminierung für alle gilt. Stimme ich auch Ihnen zu, Frau Schwetzer. Das Problem ist nur, die Doha-Runde, die Welthandelsrunde, ist seit 10 Jahren völlig blockiert und niemand hat die Fantasie irgendwie, wie man das wieder zum Leben erwecken könnte. Das heißt, die Doha-Runde ist tot, leider. Also wie kommt man weiter? Und die Idee wäre eventuell durch bilaterale Abkommen mit Kanada, mit USA, aber auch mit anderen, mit China. Ich war gerade in China, die Chinesen arbeiten an einem ähnlichen Freihandelsabkommen mit der EU, auf diese Art und Weise wieder Leben reinzubekommen. Und vielleicht kriegt man dann ja auch die Blockadestaaten der Doha-Runde dazu, wieder mit an den Verhandlungstisch zu kommen. Also insofern, das ist meiner Ansicht nach ein Weg, ein pragmatischer Weg, um da wieder Leben reinzukriegen und die Doha-Runde eventuell wieder in Bewegung zu bekommen. Was haben die ganz normalen Menschen davon? Wir alle haben uns heute hier mehr oder minder intensiv zu Europa bekannt. Europa basiert auf dem Prinzip auch des Ursprungslandprinzips. Das heißt also, wir sagen, ein Produkt, das in einem Land der EU legal ist, sollte auch in allen anderen 28 Ländern legal verkauft werden können. Von Marihuana und irgendwelchen Details mal abgesehen, das gilt für alle anderen Produkte. So, und das ist ein geniales Prinzip, weil sonst habe ich als Exporteur aus Baden-Württemberg die Chance, mich in 27 Ländern in 24 Sprachen um eine Permission zu bemühen. Das wird nicht gehen. Also Ursprungslandprinzip. Ich vertraue, ein Produkt, das legal ist in Frankreich, wird auch mich nicht umbringen. Wir haben auf diese Art und Weise europäischen Handel. Das gleiche Prinzip Ursprungsland kann man mit USA oder auch mit Kanada anwenden. Ich habe selbst viele Jahre in den USA gelebt. Meine Kinder haben Hühnchen gegessen. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass es Chlorhühnchen waren. Aber sie haben sich eigentlich auch, soweit ich das ja sehen kann, gut entwickelt. Das heißt also, warum sollen wir nicht auch vertrauen, dass es im amerikanischen Bereich Standards gibt, die wir akzeptieren? Und wenn es denn so sensible Dinge wie Chlorhühnchen sind, kann man die aus so einem Verfahren, aus so einem Abkommen auch ausschließen. Das heißt also, wir können einen pragmatischen Weg führen, wie wir hier den Handel wiederbeleben. Ein ganz wichtiger Punkt, warum ich so stark für TTIP plädiere. Wie kriegen wir die Jugendarbeitslosigkeit in den Griff? In Spanien und in Griechenland. Die kriegen wir nicht durch niedrige Zinsen der EZB hin. Die kriegen wir nicht durch Beschäftigungsprogramme und andere Strohfeuer hin. Die kriegen wir nur dadurch hin, dass diese Länder auch selbst in den Welthandel integriert werden. Und TTIP, es gibt unabhängige Schätzungen, aber ich glaube, TTIP realistischerweise 500.000 bis 600.000 neue Jobs erwartet man in Europa durch dieses Freihandelsabkommen. Und das würden Jobs sein, die auch und gerade auch in diesen Ländern eventuell begründet und neu gegründet sein könnten. Deshalb belebe ich mir auch oder erhoffe ich mir auch Belebung am Arbeitsmarkt in diesen Ländern, die durch diese Strukturprobleme gebeutelt sind. Das ist der Grund auch für mich als Wissenschaftler offensiv für TTIP einzutreten. Ich stehe bei keinem großen Konzern auf der Gehaltsliste. Meiner Ansicht nach sind die Argumente des Freihandels so überzeugend, dass man sie auch da vertreten kann. Ja, danke sehr. Ich glaube, da haben wir jetzt ein Stück gelernt. Da gibt es natürlich, ganz kurz, gut. Ja, ich wollte nur auf zwei Dinge hinweisen. Also erstens, es gibt keinen Text. Es gibt kein Freihandelsabkommen TTIP. Die sind noch nicht mal so weit, dass sie sich überhaupt über die Zölle da annähern. Die Europäer wollten 90% der Zölle absenken, die Amerikaner schließen ganze Bereiche der Landwirtschaft aus, aber es gibt keinen Text. Also das heißt, da werden Dinge behauptet, die noch gar nicht drinstehen. Und ich finde es wichtig, dass man das in so einer Runde mal sagt, weil da spricht man von einem Freihandelsabkommen und geht ja davon aus, dass da würde ein Text vorliegen und der ist noch nicht da. Also was da ist, ist das Abkommen mit Kanada und das könnte eben, die Blaupause werden und das kann sich jeder anschauen, das steht jetzt im Internet und das empfehle ich auch, dass wir zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen und wenn ein Abkommen geschlossen wird, Frau Schwetzer, dann werden die Privilegien, die wir glücklicherweise durchgekriegt haben, dass zum Beispiel die am wenigsten entwickelten Länder der Welt zollfrei in die EU exportieren, bei uns importieren können, nicht außer Kraft gesetzt.
Also in die EU können die weiter rein. Mir schlägt immer entgegen, wir wollten die ärmsten Länder der Armen vom Markt ausschließen. Also falls Sie es nicht wissen, die ärmsten Länder der Armen dürfen zollfrei in die Europäische Union ihre Güter einführen. Das ist auch gut so. Ja. Prima, herzlichen Dank, Herr Theurer, Ihr Wort in Gottes Ohr. Aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass der deutsche Verbraucher sich die 1600 Seiten sicher nicht zu Gemüte führt. Der liest ja nicht mal, wenn er sich eine Fahrkarte im Internet bei der Bahn bestellt, die AGBs der Deutschen Bahn, sondern macht da nur ein Häkchen dran. Also es wird wieder, habe ich die Vermutung, eine Veranstaltung für Fachleute werden. Aber wir werden dies weiter verfolgen. Zwei Dinge hatte ich Ihnen gesagt, die wir heute in den Vorträgen gehört haben, sollten wir ganz kurz hier auch noch auf dem Podium ansprechen, bevor wir ins Publikum gehen. Das ist einmal zusammengefasst die Souveränität und die Subsidiarität. Das ist die eine. Und ein großes Thema war, von Ihnen auch angesprochen, die digitale Welt, die auf uns zukommt in Europa. Das Recht auf Vergessen, das werden wir vielleicht noch kurz ansprechen. Aber zunächst, Sie hatten ja Ihre Bedenken auch geäußert, haben dort auch gesagt, also, dass wir am Scheideweg stehen würden, Souveränität auch vor allen Dingen dort. Da muss ich einfach mal sagen, Sie hatten das ganz kurz angedeutet, Herr Theurer, nach meinen Feststellungen ist ja die EU-Wahl durch die Personalisierung nicht attraktiver geworden. Wir haben immer weniger Wähler. Je mehr Rechte das Europäische Parlament bekommen hat, waren wir immer drauf, desto weniger Wähler sind zur Wahl gegangen, jedenfalls in Europa. Worauf führen Sie das zurück? Ist das ein Gedanke im Hintergrund, dass wir zu viel Souveränität abgeben? Oder was meinen Sie, ich gehe einfach mal auf das Gespür der Wähler, die Sie aus Deutschland ja kennen. Und Sie haben das ja im Wahlkampf erlebt. Woher kommt das, dass die Wahlen zum Europäischen Parlament, selbst bei den Anstrengungen, die wir jetzt unternommen haben mit der Persönlichkeitswahl, es wurden aber keine europäischen Parteien gewählt. Also wir sind ja immer noch viel zu weit weg von Europa. Können Sie da Ihre Bedenken noch mal etwas präzisieren, warum wir am Scheideweg stehen, nach Ihren Befürchtungen? Ja, bleibe ich mal bei der Souveränität. Also es gibt in Deutschland, insbesondere in Baden-Württemberg, viele Anhänger des Schweizer Wegs, die also sagen, lasst uns doch machen wie die Schweiz. Das heißt also, nicht so viel abgeben nach Brüssel, das dezentral entscheiden und vor allen Dingen dann auch viele Fragen mit Volksabstimmungen. Ich hinterfrage so eine Positionierung aus zwei Gründen. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland, das war ja auch traditionell das Phänomen der Deutschen, zu groß ist, als dass man uns so einen völlig isolationistischen Weg auch bei den Nachbarn ohne Probleme durchgehen lassen würde. Also ich bezweifle, dass wir die Vorteile als Exportnation eines Binnenmarktes nutzen könnten, ohne dass wir in irgendeiner Weise mithelfen, dass andere dann auch an anderer Stelle wieder davon profitieren. Aber der zweite Punkt ist, auch die Schweiz ist nur scheinsouverän. Also der Herr Blocher, der immer auf die Souveränität der Schweiz drängt, der tut ja so, als ob er dann die Entscheidung in der Schweiz behält. Und jetzt war es spannend, der Herr Guldimann, der ist Botschafter der Schweiz in Berlin, der rannte mir die Bude ein, ich soll dringend mal bei ihm vorbeikommen. Ich kam dann nach mehreren Monaten Vorlauf bei ihm vorbei, weil ich gar nicht wusste, was er von mir will. Und er fragte mich dann, ob ich als Europaabgeordneter gegebenenfalls bereit wäre, Schweizer Interessen im Europäischen Parlament zu vertreten. Das ist wie bei den Botschaften. Ja, ist ja ein Botschafter. Und da ist es jetzt halt so, da geht es darum, dass die Schweizer etwa 70% der Gesetze der EU übernehmen, damit sie in der Freihandelszone partizipieren können. So, und was bringt mir denn jetzt eine Souveränität, wenn ich am Ende Ja oder Ja sagen kann? Malta kann mehr Einfluss auf europäische Gesetzgebung nehmen als die Schweiz. Und ich glaube, dass den Bürgerinnen und Bürgern da möglicherweise was Falsches erzählt wird. Also ich glaube, wer dabei sitzt, hat mehr Einflussrechte. Und jetzt sind wir in der globalen Wirtschaft. Da stellt man sich ja dann die Frage, ja, welchen Einfluss haben wir denn auf die Entwicklung oder auf die Rechtsetzung in anderen Ländern der Welt? Wir haben keine Weltregierung, das wird auch so schnell nicht möglich sein. Und ich denke, man muss an dem Punkt weiterarbeiten und da glaube ich tatsächlich, dass Europa am Scheideweg steht. Wirklich richtig handlungsfähig sind wir nur, wenn wir uns in den Bereichen, wo wir europäisch entscheiden wollen, dazu durchringen, das mit der Gemeinschaftsmethode zu machen. Was ist damit gemeint? Dann hat das Europäische Parlament volle Mitentscheidung und dann sind direkt gewählte Abgeordnete am Tisch, die gegebenenfalls auch einen Gesetzestext ändern können. Die Regierungen haben immer gerne die intergouvernementale Methode. Was ist damit gemeint?
Die 28 Mitgliedstaaten treffen sich und verhandeln einen Vertragstext, der dann von den nationalen Parlamenten ratifiziert wird. Das kennen wir aus den Landtagen, aus den Rundfunkstaatsverträgen. Wenn da Rundfunkstaatsverträge verhandelt werden, sitzen die Staatskanzleien der 16 Bundesländer und anschließend können die Landtage Ja oder Ja sagen. Das heißt, da kannst du als gewählter Abgeordneter, Jürgen Warlock weiß es, noch nichts ändern am Gesetzestext. Und ich glaube, dass die intergouvernementale Methode eine wirklich eher weniger demokratische Methode ist. Denn wirklich kann ein Volksvertreter dann etwas ändern, wenn er als Gesetzgeber entscheidet. Und wenn halt der europäische Gesetzgeber entscheidet, dann im Europäischen Parlament, dann können direkt gewählte Abgeordnete Einfluss nehmen. Und damit haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit den Abgeordneten auch direkt zu sprechen. Und das ist der Scheideweg, an dem wir stehen. Das heißt also, ich meine, es wäre jetzt an der Zeit, tatsächlich sich Gedanken zu machen, ob wir das Rad der Geschichte nicht nach vorne drehen und mutig sagen, Europa muss sich zusammenschließen in bestimmten Fragen, um weltweit gewisse Probleme, die wir haben, zu lösen. Und dann muss man das aber auch so machen, wie wir es in der föderalen Ordnung der Bundesrepublik kennen. Da gibt es eine Regierung und ein Parlament und da gibt es noch eine zweite Kammer, nämlich die Länderkammer. Und dann machen wir das gemeinsam miteinander. Und wenn dann argumentiert wird, dass der Rat nicht demokratisch sei, dann muss ich sagen, ja, ist der Bundesrat demokratisch? Da sitzen ja auch Regierungsvertreter drin. Also mit dem Argument, mit dem man die Demokratie in der EU ablehnt, müsste man die Bundesrepublik Deutschland dann auch in Frage stellen. Denn die indirekt legitimierten Landesregierungsvertreter im Deutschen Bundesrat, die stimmen den Gesetzen auch zu. Also ich glaube, das sind die Punkte, um die sich's, das ist wahr. Natürlich ist das wahr. Können wir gleich. Da würde ich gerne drüber diskutieren mit Ihnen, weil das ist ein entscheidender Punkt. Es wird behauptet, dass der Rat auf europäischer Ebene nicht demokratisch legitimiert sei. Aber Tatsache ist, die Regierungen, die im Rat sitzen, sind alle demokratisch gewählt und sie sind alle demokratisch legitimiert, aber halt indirekt. Und zwar genauso wie die Landesregierung im Bundesrat. Ja, wunderbare Vorlage an Sie, Frau Schwetzer. Sie hatten es heute Morgen thematisiert. Ich hatte es eben als Stichwort schon genannt, die digitale Welt, die auf uns zukommt. Herr Theurer hat das so schön beschrieben. Wir merken das auch in anderen Bereichen, dass der Bürger einfach die Politiker rechts überholt im digitalen Netz. Dass man also dort zu etwas aufruft. Wir haben es europaweit auch schon erlebt mit dem Wasser. Wasser ist ein Menschenrecht. 2 Millionen Bürger waren dafür, die Kommission hat es so vom Tisch gewischt, als wenn es nichts wäre. Aber könnte das oder wäre das ein Ansatz, wenn wir einfach mal weiterdenken, dass auch das Europäische Parlament, dass sich Europa hier oder dass sich in Europa, ich will nicht sagen eine zweite Säule, aber über das digitale Netz sozusagen etwas demokratisch aufbaut, was man einfach mit bedenken muss, auch in der europäischen Politik? Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Zukunft solche zusätzlichen Meinungsbildungsmöglichkeiten haben werden. Ich bin trotzdem ein starker Befürworter dafür, demokratisch, das heißt also in freien und fairen Wahlen, direkt legitimierte Parlamente und aus diesen Parlamenten Regierungen oder wie auch immer die Regierungen dann bestimmt werden, aber auf jeden Fall diese institutionelle feste Verankerung im persönlichen Votieren ganz stark zu machen. Weil alles andere, glaube ich, das kann man heute schon sagen, sehr volatil ist. Und das demokratische Prinzip läuft ja nun mal darüber, one man, one woman, one vote. Das heißt, jeder hat eine Stimme. Und da gibt es im Netz eine ganze Menge anderer Geschichten, die eben nicht nach diesen Prinzipien laufen. Ich habe das heute Morgen eben schon mal kurz angedeutet. Auch die Selektion von Kommunikation und die Selektion von dem, was man ernst nimmt, läuft nach ganz anderen Kriterien, als wir das aus der politischen Auseinandersetzung gewohnt sind. Das ist eine Tatsache, damit müssen wir rechnen, damit müssen wir umgehen, das müssen wir mit einbeziehen. Und deswegen habe ich heute Morgen eben gesagt, wir müssen
eine Diskussion darüber führen und uns klar darüber werden, nach welchen Regeln diese digitale Welt in unsere reale Welt mit einbezogen wird. Aber das ist meine feste Überzeugung, dass wir ganz stark machen müssen, dass wir nicht unsere reale Welt an die digitale Welt abgeben. Ja, herzlichen Dank, Herr Wenzel. Ist das vielleicht nicht schon passiert ein bisschen? Wir haben heute Morgen auch gehört, beispielsweise, dass die EU, ich glaube, Herr Theurer hat es gesagt, ja dabei ist, eine Verordnung zu machen für das Recht auf Vergessen. Und die einzige wahre europäische Institution, die sich auch um Demokratie nicht kümmert, der EuGH hat ja längst ein Urteil gefällt, zum Recht auf Vergessen. Und dabei, was viele übersehen, was jetzt nachkommt, jetzt wird man nachdenklich, dass Google dann bestimmt, wer gestrichen wird und damit mehr Macht bekommt, eigentlich darüber zu bestimmen und zu beurteilen, wer bleibt drin, wer bleibt nicht drin, damit noch mehr Daten bekommt. Wo geht der Zug dahin? Ja, Herr Möller, Ihre etwas ketzerische Frage würde ich bejahen. Es ist schon längst passiert. Ich habe eine Geschichte, ich lese die Vorlesung Medienökonomik mit großer Freude übrigens. Und ich nehme mal ein Beispiel meiner eigenen Tochter. Sie erinnern sich an diesen furchtbaren Unfall von Samuel Koch in Wetten, dass. Als das passiert ist, hat das ZDF die Sendung abgeschaltet. Und wie hätten wir, meine Generation, reagiert? Wir hätten auf die Nachrichtensendung gewartet oder am Montagmorgen dann die Zeitung gelesen. Meine Tochter war ungefähr 5 Minuten später bereits im Netz und hat die ganze Debatte in den Chats und so verfolgt. Das war furchtbar, was da zum Teil gesagt wurde, nach dem Motto, wir wollen die Zeitlupe sehen, wir müssen ja auch Gebühren bezahlen und alles Mögliche, Sie können sich das nicht vorstellen. Ich habe das mitverfolgt, meiner Tochter über die Schulter geguckt, aber nach einer Stunde war das Thema durch. Das Ganze ebbte ab. Es ist absolut volatil, ich stimme Ihnen zu, keine Gegenposition, nur es ist bereits passiert. Und es gibt dieses berühmte Buch von Elisabeth Nölle-Neumann über die öffentliche Meinung, unsere soziale Haut. Diese soziale Haut ist mittlerweile im Netz. Und alles, was wir in Zeitungen, Qualitätszeitungen lesen, Zeit, FAZ, je nachdem, wo Ihre Geschmäcker liegen, ist durch die Redaktion oder von mir aus auch die Sendung im Öffentlich-Rechtlichen, ist durch die Redaktion eines guten Journalisten gegangen, Qualitätsjournalismus. Wir haben heute durch die Blogs und diese anderen Formen der Kommunikation eine völlige, Sie können es Demokratisierung nennen, Sie können es aber auch Entakademisierung oder Sie können es auch eine Entprofessionalisierung der Kommunikation nennen und das ist bereits passiert. Und damit muss sich auch die Politik und auch die EU auseinandersetzen. Ein weiteres Beispiel, ich mache immer Tests mit meinen Studenten. Ich habe meine Studenten in der Verfassungsfrage gefragt, wer ist eigentlich für oder gegen die europäische Verfassung? Ziemlich stabil, immer die deutschen Studenten, knapp 70% gegen die europäische Verfassung. Dann habe ich sie gebeten, okay, jetzt nimmt man einen Zettel raus, ihr habt 15 Minuten Zeit, schreibt aus, was ihr über die europäische Verfassung wisst. Nix. Absolut gar nichts. Das heißt also, die Meinungsbildung war völlig inhaltslos bereits geschehen. Und das ist etwas, Sie sind in der Politik alle sehr aktiv, damit müssen Sie sich auseinandersetzen. Die Leute entscheiden über Dinge, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben, weil das reine Gefühl, ich bin gegen diese Verfassung, ich bin gegen TTIP, ist doch kein Text da, aber ich bin schon mal dagegen. Und das ist eine Sache, die ist schon passiert. Sie entscheiden ja nicht. Sie bilden sich eine Meinung. Das ist zunächst mal keine Entscheidung. Ich denke, es wird wirklich darauf ankommen, dann klar zu machen, was machen wir mit diesen Meinungsbildungen. Ich habe an dem Beispiel von diesem Interview in der Süddeutschen Zeitung gestern klargemacht, dass versucht darzustellen, dass das durchaus sehr gefährliche Züge haben kann, weil es eben so ein simpel schwarz-weiß Bild erzeugt, in dem dann auch keine Zweifel mehr möglich sind. Das heißt, weil es die Vielfältigkeit, die Pluralität der Realität nicht mehr abbildet. Damit muss sich Politik auseinandersetzen. Aber richtig ist ja, dass nach wie vor Politik noch entscheidet. Für mich ist die Frage, was passiert, wenn die Legitimität von diesen Entscheidungen von der Netzgemeinde in Frage gestellt wird, und zwar so, dass die dann, was weiß ich, zu Hunderttausenden entscheiden, sie halten sich nicht daran. Das ist sozusagen der Testfall.
Und deswegen glaube ich, dass wir einen riesigen Nachholbedarf haben in Diskussionen auf unsere Demokratie. Diskussionen darüber, welche Auswirkungen diese veränderte Kommunikation und Meinungsbildung im Netz auf unsere demokratischen Systeme hat. Und diese Diskussion ist, glaube ich, noch ganz am Anfang. Ja. Übrigens in der EKD-Synode, deswegen bin ich so ein bisschen in diesem Thema jetzt drin. Wir führen diese Diskussion jetzt auf unserer Synode im November. Ja, herzlichen Dank, Frau Schwetzer. Herr Theurer, vielleicht sollten wir es hinten anstellen, denn es gab gerade so ein schönes Stichwort von Frau Schwetzer, Nachholbedarf an Diskussion. Hat vielleicht auch das Publikum, denn eben kamen ja schon Gegenargumente, als Herr Theurer das so ein bisschen Europa mit unserer demokratischen Gremien angesprochen hatte, da hat doch jemand dann ganz laut und deutlich gesagt, das stimmt doch nicht. Wollen Sie Ihre Frage nochmal oder Ihre Gegenposition ganz kurz formulieren? Das wäre sehr nett. Wir haben auch jemanden, der Ihnen zwar nicht das Wasser reichen kann, aber das Mikrofon. Und dann... Ist das eingeschaltet? Ja, doch, muss eingeschaltet sein. Gut. Ein bisschen also, näher ran. Es geht mir um die demokratische Legitimation der europäischen Institutionen. Und es war eigentlich sehr deutlich von Ihnen, Herr Theurer, zum Ausdruck gebracht, dass Sie entsetzt waren darüber, dass der Bürger, wenn er irgendetwas zu bemängeln hat, sagt, das liegt an Europa. Warum ist das so? Das müssen Sie sich doch jetzt fragen. Und das ist doch deswegen darum, weil Europa nicht demokratisch so organisiert ist, wie die Menschen das gewöhnt sind. Und dieses ist auch mit Recht so in den Staaten, zumindest sagen wir jetzt wieder das Beispiel Deutschland. Wir wählen Parteien und wir wählen nicht nur Parteien, sondern dann auch noch Menschen, die diese Parteien und auch die Prinzipien, die sie vertreten, nun auch deutlich machen können. Das ist in Europa noch nicht möglich. Die Frage geht also an Sie, wie wollen Sie dieses Demokratiedefizit möglichst bald ändern, damit irgendwann der Bürger sagen kann, ich ärgere mich über dies oder das und da muss ich mich jetzt an diesen oder jenen Menschen und diese oder jene Partei wenden, die das falsch gemacht hat. Das heißt, wir haben dieses Prinzip der Regierung und die Verantwortung und das Parlament auf der anderen Seite, die das kontrollieren, das haben wir nicht. Die Kontrolle, die eigentlich vom Bürger über das Parlament zur Regierung gehen sollte, die funktioniert nicht. Herr Theurer, wollen Sie gleich antworten? Sie sind der Parlamentarier. Ja. Und dann machen wir der Rest. Herr Grunewald, das stimmt. Das ist ja auch genau das, was wir in FDP-Programmen fordern. Und was Irmgard Schwetzer zu Recht angesprochen hat, eine Verantwortlichkeit einer Regierung einem gewählten Parlament gegenüber. Was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass mit dem Lissabon-Vertrag praktisch, ohne dass es die Öffentlichkeit wahrgenommen hat, eine ganz deutliche Stärkung des direkt gewählten Parlaments stattgefunden hat. Und wir ein Stück weit jetzt in einem historischen Prozess dieser Parlamentarisierung entgegengehen. Und für mich ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger da auch darauf aufmerksam gemacht werden. Was wir nicht haben ein Stück weit, ist eine europäische Öffentlichkeit. Und da ist es jetzt spannend, dass das ein Umstand ist, den das Parlament selber kaum ändern kann. Ich habe das mal recherchiert. Der Spiegel hat 40 Korrespondenten in Berlin. Aber in Brüssel nur 3. Die badischen neuesten Nachrichten hatten eine Korrespondentin in Brüssel. Die ist jetzt in die Privatwirtschaft gewechselt. Die war als einzelne Journalistin zuständig für 751 Abgeordnete, für 28 Kommissare, für alle Ministerräte, für das Königreich Belgien und für die NATO. Und die hat mir mal geschildert in einem Gespräch, sie würde es gerne den Kollegen in den Lokalredaktionen mundgerechter servieren, aber sie hat dafür keine Zeit. Und ich sage, wenn es eine Informationslücke gibt, dann gibt es auch eine Demokratielücke. Weil der Bürger, den Sie gerade beschrieben haben, der kann auf den direkt gewählten Abgeordneten zugehen, wenn er es mitkriegt.
Aber wenn er es natürlich nicht mitkriegt, dann kann er auch nicht drauf zugehen. Und da sind tatsächlich, ist noch Handlungsbedarf, also die Demokratiedefizite, die müssen da abgebaut werden. Nur stellt sich mir dann da die Frage auch, warum kommt immer eine Pauschalkritik an der Europäischen Union? Und mein Plädoyer ist doch, nicht kritisieren, sondern konkrete Vorschläge unterbreiten und gemeinsam dann gucken, dass diese Europäische Union so gestaltet wird, wie wir sie wollen. Und ich persönlich möchte die Europäische Union als Bürgerrepublik Europa. Ganz kurz vielleicht, ich freue mich, dass Sie die Frage gestellt haben, denn genau dieselbe Frage hatte ich hier auch stehen. Gewählt wird nach nationalem Wahlrecht und wählbar sind nur nationale Parteien, die mit nationalen Themen Wahlkampf machen. Diese Parteien treten im EU-Parlament als Akteure gar nicht in Erscheinung. Dort agieren Zusammenschlüsse, die in der Gesellschaft gar nicht verwurzelt sind. Stehen die Wähler und sie stehen mit den Wählern gar nicht in Verbindung. Das ist in die Richtung Ihrer Frage, wie will man das ändern? Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Aber das nur als Ergänzung, weil wir die nächste Frage bitte haben. Herr Theurer, Sie haben sehr schön die Kommission und den Europarat und so weiter als Kinder der Regierungen charakterisiert. Der Nationalstaat. Sie haben aber den Supervater dieser ganzen Konstruktion nicht erwähnt. Und das ist der EuGH. Durch seine Gesetze 1963 und 64 hat er bewirkt, dass alle Gesetze aus Brüssel Vorrang haben vor den nationalen Gesetzen. Ich verkneife mir jetzt hier die Runde zu fragen, wer das wusste. Als der Artikel von Dieter Grimm erschien. Es steht hier, aber Sie müssen dann auch 64 gleichzeitig mit dazu nennen. Ja, 64, habe ich das vergessen? Entschuldigung, da habe ich es nicht gehört. Das ist also, ja, man könnte das, also wir haben das bei unserer internen Diskussion fast als Staatsstreich empfunden, weil wir das nicht wussten. Und jeder, der meckert, dass Brüssel irgendwas erlässt, der entpuppt sich eigentlich als ignorant, weil das volle Recht von Brüssel ist, diese ganzen Sachen zu regeln. Durch diesen amerikanischen Philosophen oder Juristen Weiler ist klar geworden, dass die europäischen Verträge eine Konstitutionalisierung bedeuten. Und Dieter Grimm schlägt in seinem Artikel vor, den ich jedem zu lesen empfehle, in der FAZ, dass man die Konstitutionalisierung der Verträge, soweit sie die Institution betreffen, akzeptiert, dass man aber zurückkehrt zur Möglichkeit, dass das nationale Parlament wieder Recht spricht, in den Bereichen, die wichtig sind für Sie. Sehen Sie die Möglichkeit, so etwas in die Wege zu leiten? Ja. Ja, Entschuldigung. Also, ja, die Möglichkeit gibt es sogar heute schon. Und es sind interessante Überlegungen in dem Artikel von Herrn Grimm drin. Und die decken sich ja auch mit der Programmatik der FDP. Wir haben zum Beispiel ja als FDP in Erwägung gezogen, beziehungsweise sogar gefordert, dass die Agrarpolitik zum Beispiel wieder auf die Mitgliedstaaten übertragen wird. Ich meine, David Cameron möchte die Sicherheitspolitik, also will er wieder auf die Nationalstaaten übertragen. Ob das wirklich sicher, also nicht die Sicherheitspolitik, Außensicherheitspolitik, sondern die Fragen der rechtlichen Sicherheit, die innenpolitische Zusammenarbeit der Polizei wieder zurückdrängen. Ob das ausgerechnet sinnvoll ist, da bin ich skeptisch. Was ich spannend finde, ist, dass wir in Deutschland eine Diskussion führen über die Frage, ist es zulässig, was da auf europäischer Ebene gemacht wird? Ist es von unserer Verfassung noch gedeckt? Und nicht über die Frage sprechen, was sind die großen Aufgaben, die zu bewältigen sind und welche Ebene kann diese Aufgaben am besten erledigen. Und wir kommen natürlich in einem Binnenmarkt mit Personenfreizügigkeit, mit Reisefreiheit zu dem Ergebnis, es gibt auch grenzüberschreitende Kriminalität. Und diese grenzüberschreitende Kriminalität muss ich auch durch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Institutionen dann bekämpfen. Und wenn Sie mal sehen, Betrugsfälle, damit habe ich mich als Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses befassen müssen. Wir haben keine europäische Staatsanwaltschaft. Das macht riesige Probleme. Das heißt also, im Grunde genommen sind wir in der Wirtschaft, in der Integration sehr weit und in anderen Bereichen nicht. Warum? Weil die Mitgliedstaaten
verfassungsrechtliche Abwehrschlachten führen, weil sie Kompetenzen nicht abgeben wollen. Und da habe ich den Eindruck, da sind wir nicht ganz ehrlich miteinander. Und ich komme zum Ergebnis, dass wir diese Fragen besprechen müssen. Was wollen wir eigentlich auf europäischer Ebene regeln? Was machen wir in den Mitgliedstaaten? Wo sind Rahmengesetze in Ordnung? Wo brauchen wir gar keine Gesetze? Das kommt mir zu kurz, und ich meine, dass die Diskussion von der FDP vorangetrieben werden muss. Die andere Frage beantworte ich, falls gewünscht wird, nachher auch noch mit den, ja, mit den Wahllisten. Das habe ich vergessen, es war aber keine Absicht. Es liegt daran, dass ich ein bisschen müde bin und jetzt im 3-Uhr-Loch. Das ist natürlich, was die unterschiedlichen Rechtssysteme angeht, auch nicht ganz einfach, gerade im juristischen Bereich das zu machen. Und wer einmal miterlebt hat, was der europäische Haftbefehl bedeutet, wenn man es richtig weiß, dem kann ich, da können Sie sagen, hoffentlich haben Sie nie irgendwas damit zu tun, wie plötzlich die Polizei vor Ihrer Tür steht, wenn so ein europäischer Haftbefehl da ist und dann das gemacht wird. Also da gibt es noch viel Nachholbedarf. Aber jetzt dort und dann dort. Wenn es kurz und zügig geht, das wäre nett. Ich hoffe, es ist kurz und zügig. Ich habe ja herausgehört, dass die, dass es Überlegungen gibt bei den Parlamentariern, auch bei anderen innerhalb der EU. Das merken wir ja alles, haben wir an dem heutigen Tag gemerkt. Es gibt Bereiche, wo die EU unbedingt was tun müsste, die vernachlässigt wären auf europäischer Ebene. Und es gibt Bereiche, wo das Gegenteil der Fall ist. Frage hauptsächlich an Herrn Theurer. Ist es denn, gibt es denn irgendwelche Institutionen, die scheint es mir aber noch nicht zu geben, die sich innerhalb der EU, also bei der Kommission oder auch bei dem Parlament, wirklich mit diesen Fragen beschäftigen? Dass Abgeordneten miteinander reden oder auch Kommissare oder auch Abgeordnete mit Kommissaren, das verstehe ich. Aber es müsste doch wirklich dahin kommen, dass vieles innerhalb der Beziehung Europa und Beziehungen zu den einzelnen Ländern neu und besser geordnet werden müsste. Und das muss der Bevölkerung auch nahegebracht werden. Letzter Punkt nochmal zu den Medien. Ich wünschte mir schon lange in jeder vernünftigen Zeitung eine Europaseite, wenigstens einmal in der Woche, damit europäische Innenpolitik dargestellt werden kann. Gut fand ich jetzt, dass die ARD eingeführt hat, sonntags mittags gibt es jetzt ein Europamagazin. Das gab es auch vorher schon. War nur nein, aber nicht so prominent. Genau. Und das fand ich ganz ausgezeichnet. Dankeschön. Ja, die ARD, das darf ich mal zum Selbstlob sagen, mein Verband, das hat auch sein Europabüro bzw. sein Studio dort erheblich erweitert. Und der Kollege Krause, mit dem ich in der Vergangenheit durchaus das Sträußchen gefochten hat, weil er meinte, der EuGH und der EGMR gehörten auch noch zu ihm. Das war auch so, weil der WDR da zunächst tätig war. Der ist jetzt, und das habe ich noch geschafft, jetzt klopfe ich mir mal selber auf die Schulter, das habe ich noch geschafft, dass die Berichterstattung über den EuGH und den EGMR hier nach Karlsruhe gewandert ist, weil ich gesagt habe, wir müssen das europäische Dreieck haben, dieses Bermuda-Dreieck, Verfassungsgericht, EuGH und den EGMR, alle drei übertreffen sich ja im Grundrechten, die sie also schützen wollen inzwischen, sodass also das jedenfalls auf Seiten der ARD in Ordnung geht. Aber auch das ZDF hat jeden Tag übrigens um 16 Uhr eine Heute-Sendung, Heute aus Europa. Die heißt also, die sind da täglich schon da mit dabei, muss man sagen. Und in der Tat, zur Beantwortung noch ganz kurz hinzugefügt, Herr Theurer, brauchen wir wirklich eine Abschichtung? Der Bürger in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas, weiß überhaupt nicht, wenn er Probleme hat, an wen er sich wenden soll. Ja, da gibt es eine Antwort. Ja. Ja, die Antwort hat das Bundesverfassungsgericht gegeben, das nämlich sagte, die Integrationsverantwortung betrifft alle staatlichen Ebenen. Und das ist jetzt spannend, wie wirkt es sich in der Realität aus? Wir haben in der Bundesrepublik etwas, das nennt sich Bundestreue. Ich hatte das eigentlich ganz praktisch gemeint. Nein, ich meine das ganz praktisch. Ich meine das ganz praktisch. An wen soll er sich wenden? An seinen Abgeordneten. Und der Landtagsabgeordnete hat die Möglichkeit, auf europäische Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Er macht es bloß nicht. Der Bundestagsabgeordnete hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, indem er nämlich dafür sorgt, dass die Bundesregierung eine Weisung bekommt. Aber da gibt es ja Kollegen, die rennen rum und sagen, das haben wir nicht wollen, das war Brüssel. Da muss man mal fragen, wie die Regierung abgestimmt hat. Darauf wollte ich hinweisen. Über Bande gespielt. Aber das ganz Wichtige in dem Zusammenhang ist, und da sind wir bei den digitalen Medien,
Die Europäische Kommission hört in ihren Konsultationen häufig mehr auf Bürgereingaben. Deshalb sind NGOs da auch ganz aktiv dabei, organisieren das planmäßig zum Teil mit bezahlten Kräften, als dass sie auf eine Stellungnahme einer Landesregierung oder der Region Karlsruhe hört. Und ich glaube, dass das eine riesige Chance ist. Dann muss man es bekannt machen und auch nützen. Also gerade wenn man mal Länder anguckt wie Estland, die ja auch schon die Steuererklärung elektronisch machen, da gibt es viele Möglichkeiten, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja, danke. Wir haben noch eine Frage, die ich gerne noch zulassen möchte mit Blick auf die Uhr. Oder? Ja, ganz kurz, genau zum Abschluss um Ihre Digitalisierung, also digitale Freiheit. Zwei Anmerkungen. Erste, was nutzt diese digitale Bandbreite oder LTE oder neue Netzmodernisierung, wenn Sie haben volumenbasierte Internettarife mit unserer 200 bis 1 Gigabyte Internetvolumen. Wir haben praktisch keine Möglichkeit, ständig mobile Informationen zu bekommen. So ist es. Wir sind immer begrenzt. Okay, ein paar E-Mails checken, das geht, aber ständig Informationen bekommen, wir können es nicht. Es reicht nicht. Das Erste. Und Zweite. Natürlich nach diesem NSA-Skandal, wir können immer mehr sichere Cloud machen, noch mehr Schutzsoftware, so und weiter, weiter, weiter. Aber wäre es nicht besser, weil wir bezeichnen Internet als Territorium von privater Freiheit, alles, was ein Mensch als private Person postet, keine Institution, kein Staat, keine private Firma oder eine private Person darf diese Information gegen diesen Mensch nutzen. Schluss. Also, alles, was wir machen im Internet, ist unsere private Sache. Und keiner darf es gegen uns nutzen. So ist alles. Also, in einem Gesetz. Das freie Internet. Ohne Kontrolle, ohne alles. Ja, praktisch ohne Kontrolle. So habe ich es verstanden. Herr Theurer, Sie sind der Abgeordnete im Europaparlament. Das ist hier nun mal Ihre Aufgabe. Sie sehen, wie viele Fragen und wie viel... Ich finde es toll. Ich finde es klasse. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über solche Diskussionen, sind ganz wichtig. Freies Internet. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und so wie man in der realen Welt gewisse Institutionen braucht, um das miteinander zu regeln oder zu organisieren und auch Minderheiten zu schützen, so braucht man das auch im Internet. Der Traum, die Illusion, die sich dann als Illusion herausgestellt hat, der Traum, dass das hierarchiefrei und ohne Kriminalität im Internet abgeht, das hat sich halt jetzt als anders erwiesen. Mit der Frage der Geheimdienste im Netz, das ist so eine Sache, da rate ich uns dazu, einfach auch eine Portion Ehrlichkeit ins Spiel zu bringen. Geheimdienste haben immer gewisse Sonderrechte gehabt, auch vor der Erfindung des Internets. Und ich habe mal in einer Landesvorstandssitzung der FDP, als sie sich alle aufgeregt haben über die NSA, nachdem Edward Snowden das öffentlich gemacht hat, mal folgende Frage gestellt. Wir tagten in Stuttgart im Landtag, da habe ich gesagt, in der Richtung, 3 Kilometer Stuttgart-Vaihingen. Dort oben sind die beiden einzigen Headquarters der Vereinigten Staaten von Amerika außerhalb der USA. Das ist nämlich EUCOM und AFCOM. Von dort aus wurden zum Beispiel die Luftangriffe auf Libyen gesteuert. Glauben Sie ernsthaft, ein Parlamentarier einer westlichen Demokratie, egal ob der deutsch ist oder amerikanisch, würde Headquarters dorthin setzen ohne eine Geheimdienstabschirmung? Und glauben Sie, dass die Geheimdienstabschirmung im westlichen Bündnis nicht auch der Sicherheit der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan nützt? Die Problematik, die ich habe im Zusammenhang mit dem Skandal von Snowden, ist es, dass die Geheimdienste Folgendes machen, und das geht nicht. Sie spähen praktisch im Ausland Bürger aus, im Inland durften sie es nicht. Und dann sagen sie, sie machen alles auf einer Rechtsgrundlage, tauschen aber hinterher die Informationen aus, sodass eben auch Inlandsbürger ausgespäht werden, aber halt nicht vom eigenen Geheimdienst, sondern vom anderen. Aber das ist ja dann ein Skandal. Und deshalb muss man an diese Legitimitätslücke herangehen. Und ich habe dem Vorsitzenden des US-Kongress-Repräsentantenhaus-Geheimdienstausschusses Mike Rogers in einer Diskussion in Brüssel den Vorschlag gemacht, dass die westlichen Demokratien in der NATO sich gemeinsam überlegen, ein System der parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste aufzubauen, sodass die Kontrolle der Kontrolleure auch sichergestellt ist. Das muss man machen. Für den privaten Datenschutz wollen wir die Datenschutzgrundverordnung einführen. Und da bin ich schon der Meinung, dass hier die EU-Gesetzgebung, was die private den privaten Schutz, also gegenüber anderen Bürgern und vor allen Dingen auch gegenüber Wirtschaftsausspähung
angeht, dass man da rechtlich etwas tun kann und wenn es verletzt wird, dann eben mit den rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorgeht. Also zwei rechtsstaatliche Komponenten, Kontrolle der Geheimdienste einerseits und eine rechtsstaatliche Sicherung des Datenschutzes andererseits. Also eine Frage lasse ich jetzt noch zu, denn die Dame hat länger schon aufgezeigt. Herr Rüttger vorne. Herr Rüttger? Wenn Sie es kurz machen würden, ob wir es dann beantworten, ist eine ganz andere Frage. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ja. Und wir haben natürlich in den letzten Tagen... Sie sind auch hier herzlich willkommen natürlich in Baden. Ja, ist klar. Ich meine von der Regierung von Rheinland-Pfalz. Und jetzt haben wir ja gerade von der EU die über den Nürburgring den Deckel drauf gemacht bekommen. Und das betrifft natürlich leider uns alle Bürger, die wir jetzt so und so viele Millionen, hunderte Millionen mehr auf unserer Kappe haben. Nee, die Badener sagen, das sollen die Rheinland-Pfälzer alleine bezahlen. Bitte? Die Badener sagen, das sollen die Rheinland-Pfälzer alleine bezahlen. Nein, ich wollte nur fragen, wer hat denn jetzt die, auf welchem Wege ist denn das an den EU-Geschichte gekommen, um Rheinland-Pfalz Grenzen zu setzen? Wer leitet sowas ein? Ja, also wir nehmen jetzt Professor Wenzel, der das beantworten kann, damit der Herr Theurer mal ein bisschen entlastet ist. Ja, es gibt aus gutem Grund in Europa die sogenannte Beihilfenkontrolle. Das heißt also, man versucht schon zu verhindern, dass Regionen ihre nationalen Champions mit Methoden unterstützen, die vielleicht in der Gesamtschau nicht ganz fair sind. Das ist das Prinzip wie im Fußballstadion. Wenn Sie einen Sitzplatz haben und auf einmal steht der Erste vorhin auf, stehen alle auf und nachher stehen alle und sind alle schlechter dran. Aus dem Grunde versucht man auf ganzer europäischer Ebene die Beihilfen herunterzufahren. Es ist eine Wettbewerbsgeschichte. Es ist eine Wettbewerbsfrage. Nationale Regierungen sind sehr kreativ, was Beihilfen angeht. Da muss man wirklich wie beim Tatort sehr kreativ nachforschen, um solche Beihilfen aufzudecken. Und das ist im Fall des Nürburgrings geschehen. Tut mir persönlich auch leid für die Nordschleife. Ist eine ganz tolle Traditionsgeschichte. Aber ist nach europäischem Recht schlicht und ergreifend eine illegale Beihilfe. Und wie Herr Möller sagt, die Kohle ist weg. Ja, aber Rock am Ring bleibt. Ja. Wenn Sie wissen, was das ist. Ja, prima. Herzlichen Dank. Ich würde gerne diese Runde beenden. Frau Schwetzer, Sie sehen es mir nach, auch mit der vorgeschrittenen Zeit. Wir haben ja doch, ich wollte den Namen Snowden eigentlich vermeiden, aber es ist trotzdem noch gekommen. Nein, Frau Schwetzer meint, sie muss ja nicht mehr gewählt werden, deshalb kann sie ja schweigen. Nein, ich wollte, weil ich gerne ja noch das Lieblingsthema die Sparkassen und Beihilfen gemacht hätte, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende. Ein Riesenthema, das aber in den einzelnen Referaten, wie ich finde, gut beleuchtet worden ist. Ich habe jetzt extra, weil auch Herr Bergmann nicht mehr da ist oder da sein konnte heute Nachmittag, die Flüchtlingsproblematik ausgeklammert, weil den Advocatus Diaboli zu spielen in diesem Falle, wo er täglich damit zu tun hat und uns sicher noch bessere und nähere Einblicke gewährt hat, das wollte ich dann nicht, aber gleichwohl bei den 3-4 Stichworten, die wir dann aufgegriffen haben aus den jeweiligen Referaten, fand ich es eine Weiterfortführung. Ich für meinen Teil habe wieder einiges gelernt auf der heutigen Tagung. Ich hoffe, Sie können auch damit jetzt in den spätsommerlichen oder herbstlichen Nachmittag noch gehen. Ich bedanke mich sehr herzlich und würde jetzt als letztes natürlich an Professor Morlock nochmal, ich würde ihn bitten, nochmal ans Pult zu kommen, um diese Diskussionsrunde und diesen Tag heute zu beenden. Ihnen herzlichen Dank von mir aus, kommen Sie dann gut heim. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt Schlussbemerkungen hört sich relativ harmlos an. Aber böswillige Redner können daraus natürlich ein halbstündiges Referat machen, um all das zusammenzufassen, was hier vorne gesagt wurde, oder um darzulegen, warum die alle Unsinn erzählt haben. Das möchte ich nicht tun. Ich möchte nur dreifach Dank sagen. Zunächst mal Ihnen, lieber Herr Möller, für Ihre heutige Gesprächsführung und Moderation dieses Tages. Es war wie immer vorzüglich, zielführend und on time.
Und das ermutigt die Friedrich-Naumann-Stiftung wieder, sie für das nächste Jahr um die gleiche Gesprächsführung anzugehen. Und der zweite Dank gilt einem Herrn, der wegen der Zugverbindung leider schon aufbrechen musste, der hier die Begrüßung übernommen hat, Rolf Berndt. Er hat ja vorhin erwähnt oder heute Morgen, dass er nun auch altersbedingt aus dem Amt des Geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes ausgeschieden ist. Ich wollte ihm nicht nur für diese Arbeit danken, sondern ich wollte ihm danken dafür, dass er diesen Karlsruher Verfassungsdialog so tatkräftig unterstützt hat. Als ich die Idee vorgetragen hatte, auch aus lokalem Interesse, gebe es ja zu, hat er sich sofort drauf gestürzt und hat dafür gesorgt, dass diese Veranstaltung jetzt schon zum 11. Mal stattfindet und sie eine Qualität hat, die dazu führt, dass sie zu den Hauptprogrammpunkten auch der Stiftung Nationwide zählt. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass wir dieses Programm hier schon im 11. Jahr durchziehen konnten. Und der dritte Dank gilt Ihnen, meine Damen und Herren. Wir haben uns außerordentlich gefreut, dass Sie an einem Feiertag noch mit schönem Sonnenschein, was erschwerend hinzukommt, doch in so großer Anzahl zu uns gekommen sind und auch die ganze Zeit geblieben sind. Es waren über 120 Teilnehmer, wie wir jetzt durchgezählt haben. Ein beachtlicher Erfolg wieder für diese Veranstaltung. Ihnen deshalb mein allergrößter Dank für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung. Und jetzt einen guten Nachhauseweg, ein schönes Wochenende und vielleicht auch eine weiterführende Diskussion zu Hause über die interessanten Themen, die wir hier gehört haben. Vielen herzlichen Dank.